Hübsches Mädchen. Wenn einen die Federn nicht stören. Joker. Okay. Wieder so ein Ding wie mit Lex Luthor. Aber es ist ein bisschen verzögert, muss ich sagen. Das irritiert mich gerade etwas. Alter, ich schlag den aber auch von hier bis nach Meppen Süd zurück, Alter. Ich bring dich um, du Clown. Muss ich überhaupt noch gegen den kämpfen, wenn ich den jetzt 80 Mal mit den Karten umlege? Ach, jetzt plötzlich war ich da aus nach dem 80. Mal. Also gehört das Fledermausbike zu Superman. Sag mir, wessen Stiefel schmecken besser? Batman ist ein Krimineller, genau wie du. Nicht annähernd. Dort, wo du herkommst, bist du also ein Held. Ach, weißt du, Batman korrumpiert den Verstand junger Menschen. Und ich? Prügle ihn ihnen aus dem Schädel. Ich mag den Joker. Ja klar, ich treffe ihn 2 Millionen Mal und er hat nur ein halbes Leben abzugestorben jetzt, oder? Nightwing habe ich im ersten Teil ganz gern gespielt. Den gibt's im zweiten gar nicht mehr. Dafür gibt's dann Robin. Ich weiß gar nicht, ob es den im ersten gibt. Stirb doch endlich! Nightwing fand ich auch geil. Glaube ich, mein Lieblingscharakter, ich bin mir unsicher. Wie gesagt, ich habe nicht sehr viel gespielt, also online überhaupt nicht, weil online brauche ich in Fighting Games nicht ankommen. Sieht man ja, da kriege ich halt direkt ins Gesicht. Vielleicht mal so ein paar Runden, hier gibt es ja so 10 Gegner irgendwie nutzen. Was habe ich dann halt mal gemacht? Hallo. Würde gern auch mal schlagen, danke. Entschuldigung, könnten Sie damit bitte aufhören? Und Kuchen ins Gesicht. Was? Bitte? Der hat es doch abbekommen. Okay, ich plädiere auf Schiebung. Ich habe ihn meiner Meinung nach aber übel getroffen. Egal, mache ich trotzdem klar. Deine Mutter, Nightwing, Alter. Deine Mutter. Ins Gesicht, yo. Ich muss es Batman sagen, es gab einen Todesfall in der Familie. Oh Gott. Ist das doch eine Anspielung auf den Comic. Du kannst das jetzt abschalten. Schön, dass du so schnell gekommen bist, Batman. Hi, Gang. Was machen wir jetzt? Jemand Lust auf Pfannkuchen? Joker. Was? Au! Wieso, magst du keine Pfannkuchen? Was soll das, Harleen? Was macht er hier? Mr. J könnte uns eine große Hilfe sein. Also, bist du auf deinem kleinen Ausflug hierher gekommen? Und er ist bestimmt nicht alleine hier. Wo ist Batman? Da ist einer. Direkt dort. Deine Augen. Einfach böse. Genau wie seine. Wer? Superman? Seine fliegenden Freunde haben Batman. Mein Batman. Unseren Batman. Schweig oder ich fessle dich und überlasse dich der Polizei. Weshalb hast du mich dann gerettet? Au! Wenn Batman gefangen wurde, müssen wir ihn befreien. Um deinen Batman zu befreien, müssen wir unsere Mission beenden. Oh, ich liebe eine gute Mission. Negativ. Du und dein Clan, ihr versteckt euch. Ihr seid jetzt ein Ziel. Und du bist zu gefährlich, um frei rumzulaufen. Bald sind noch mehr von ihnen hier. Los, ich folge euch bald. Ich mag dich nicht. Du hast sie also gefunden. Eine Paralleldimension. Wie kommen wir dahin? Gar nicht. Wir holen sie her. Kein Risiko für ein Außenteam. Gut. Immer dasselbe Problem. Wie machen wir es? Hiermit. Wir modifizieren meine kosmische Tretmühle. Wir ziehen sie alle auf einmal zurück. Wir haben einiges zu erledigen.
Wundervoll, nicht wahr? Der Mond? Oder spiegelt sich nur sein Licht auf deiner Glatze? Schön, dass wir uns treffen. Du willst also unserem kleinen Club beitreten? Die Geschäfte laufen schlecht. Und ich werde immer gejagt. Nach so vielen Weigerungen. Wieso jetzt? Es ist was Persönliches. Green Arrow. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem überhaupt noch spielen kann. Muss eine tolle Party gewesen sein. Steckt Superman dahinter? Er hat meine Identität offengelegt und alle Wayne-Tech-Vermögen eingefroren. Bruce Wayne wurde zu einem Niemand. Unglaublich, dass er so ausgerastet ist. Selbst bei dem, was Joker getan hat. Superman ist der Meinung, dass er Metropolis zerstört hat. Verstehe ich nicht. Irgendwie hat Joker Supermans Verstand beeinflusst, sodass er dachte, er würde gegen Doomsday kämpfen. Aber es war Lois. Nein. Joker hatte den Auslöser der Atombombe mit Lois Herzschlag verbunden. Als sie und das Baby starben, starb auch Metropolis. Superman war verwundbar. Vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben. Seine Angst überwiegte. Green Arrow ist beim Versuch gestorben, ihm das klarzumachen. Okay, weiter. Was war mit all den Sicherheitsmaßnahmen? Er hat den ganzen Ort zerstört. Würdest du bei mir ein Risiko eingehen? Ich muss den Ersatzgenerator der Betthöhle wieder zum Laufen bringen. Du kommst mit mir. Ihr drei sichert den Eingang. Er ist im Arbeitszimmer. Ein großartiger Plan, dunkler Mann. Aber ist das nicht eher dein Ding? Wenn wir uns aufteilen, gewinnen wir Zeit. Und ihr solltet am besten die automatischen Kanonen ausschalten. Also gut. Operation Donner Adler Blitz. Was auch immer. Ist angelaufen. Schieß auf Grundy, okay. Ah, okay, ich muss einfach. Lerne ich hier gerade ein bisschen die Steuerung? Oder wie läuft das? Achso, Leute, ich muss jetzt zielen. Hätte mir auch mal einer sagen können. Sorry, das mit dem Zielen kam etwas spät. Er hat ein Messer an seinem Bogen? Ist die Frage. Ja klar, ich habe mehr Damage bekommen als er. Macht Sinn. Also, ich hau ihm 80 Pfeile in den Rücken, er wirft zwei Schüle nach mir. Ich weiß, dass Green Arrow so Spezial-Pfeilfähigkeiten hat. Was ist das? Just for the lols, gucken wir das mal nach. Wirbelsturmbogen, nein. Stachel? Wilde Explosion. Ah, okay. Fassen wir zusammen. Ich werde das ganz normal machen. Das piekst, oder? Ach, so schieße ich, okay. B ist also schießen, gut zu wissen. Ich wusste doch, der kann irgendwie schießen. Er ist, glaube ich, im Zweier laut Tierlist, die ich gesehen habe, auch relativ gut.
Aber gegen Grundy macht das jetzt zero Sinn, weil wenn ich stehen bleibe, haut er mir halt einfach dieses, dieses Umklammerung des Todes mäßige von Diablo auf die Schnauze. Kavemsa, Kavumsa. What, Diggi, echt jetzt? Aber das ist doch bestimmt ein Fall. Okay. Ah, die Ulti ist geil, stimmt, Alter. Die finde ich halt. Boah, easy. Easy. Not even close. Offenbar wirkt diese Unzerstörbar-Pille. Oh, muss das sein? Lantern, Grand Slam! Viel Spaß, Kinder! Und nicht auf die Straße laufen! Dumme Amazone! Das war nicht sehr nett, Snowflake. Kavems. Oh, die hat viel weniger Leben, glaube ich. Das zieht der gefühlt deutlich mehr ab. Okay, den Schlag finde ich auch geil. Das ist für dich. Anlegen, zielen. Okay. Jetzt springen. Ich meine, aber konnte man nicht irgendwo noch die Pfeilart wechseln? Nee, scheinbar nicht. Wie zieht denn das ab? Das zieht zwar nichts, aber ist irgendwie ganz geil. Kabums, kabums, kabums. Oh lol. Ah, okay, jetzt habe ich's. Ah, okay, I get it. Man muss quasi die einzelnen oben, unten und so Moves machen, dann hat er. Oder steht das da sogar? Nee. Mehr in der Aktionsliste. Ja, geil. Ne, steht hier nicht mal drin. Moment, Kombo-Angriffe, Spezialtricks. Ja, guck mal, das meinte ich. Ich wusste doch, der hat verschiedene Pfeile. Und dann habe ich die auch geladen, das macht Sinn. Aber jetzt hauen wir die erstmal so platt, weil das... Ich krieg halt irgendwie nur den Eispfeil hin, das ist ein bisschen... Oh lol, der war ja mies. Ich hab gerade den brennenden Pfeil versucht, den krieg ich nicht hin. Aber ich glaube, das wird uns auch in der Story nicht mehr interessieren. Ja, ich breche dir dein Genick. Oh, da muss ich aber tatsächlich auch aufpassen. Ein Treffen ist mir gerade aufgefallen. Ich glaube, das war jetzt schon hart an der Grenze. Boah, Iggy, echt jetzt? Oh, der war schön, der war Nizza, aber ey, der hat echt einen starken Tritt, ohne Witz. Ich dachte, das würde mich aufwärmen. Habe ich was verpasst? Alles cool? Ahaha. Wie geht's Grundy? Schwerelos. Im Orbit. Du hast doch nicht. Grundy ist ein Zombie. Ihm geht's gut. Also dann los. Bald wird Superman wissen, dass wir hier sind. Also ich glaube, er braucht von jedem die DNS. Alles andere wäre Spaß. Du brauchst also eine Art Scanner, um diese Duplikate zu identifizieren? Ganz genau. Das sind einige Daten des Batman-Duplikats, die ich auf Strikers Island aufbewahre. Das ist hilfreich. Es wird aber noch ein paar Wochen dauern. Du findest das schon heraus. Wie immer. Schön, dass ich helfen kann. Kein Abendessen? Stefan hat eine neue Lieferung des Kansas-Rindfleischs bekommen. Beim nächsten Mal. Diese Duplikate. Denkst du, dass es dort auch eine Lois gibt? Es gab nur eine Lois. Vor allem gibt's da auch noch einen Superman, du Affe. Das ist ja, dass er auf die Idee nicht kommt. Ich habe die Berthölle noch nie gesehen. Unsere Berthölle zumindest. Das sollte
Interessant sein. Wie hast du das hier drin nur für Superman verborgen? Offensichtlich ging er sehr gründlich vor. Die Wände der Höhle sind mit Bleipolymer abgedichtet. Er konnte es nicht finden. Klingt umweltverträglich. Ihr habt euch wirklich Mühe gegeben, zwischen dem hier und der DNS. Die Entscheidung, Superman zu neutralisieren, konnte ich nicht allein treffen. Also verbarg ich die Waffe in einem Gewölbe, das nur mit DNS-Proben von Supermans engsten Verbündeten geöffnet werden kann. Unseren Gegenstücken. Dadurch, dass Green Arrow tot ist und die anderen Supermans Wahnsinn unterstützen, brauchte ich euch, eure DNS. Es ist dahinter. Lantern. Das hier. Ein Stein. Du willst einen Stein auf Superman werfen. Hände auf den Scanner. Ja, und der wirkt natürlich instinktiv heute. Okay. Computer, Scan beginnt. Ha, weil der andere grün hat, geil. Das war's. Los. Deine Unachtsamkeit und du hast ein Problem. Unser Green Arrow war genauso arrogant. Und fast genauso gut aussehend. Zack, Pfeil ins Gesicht. Geil. Ich mag Green Arrow, also die Serie ist ja auch relativ cool. Da ist er ja komplett anders als in den Spielen. Er wirkt in den Spielen immer so ein bisschen... Ich kenne halt DC Comics von Green Arrow relativ wenig, aber er wirkt immer in den Sachen, die ich sehe, wirkt immer so ein bisschen wie Spider-Man bei, also mit Abstrichen natürlich, aber mit Abstrichen wie Spider-Man bei Marvel. Finde ich echt relativ cool. Alter, Wonder Woman war auch ein harter Kampf. Ich glaube, es könnte auch sein, dass wir den zweimal machen müssen. Ah, da habe ich jetzt mich schon gut verkackt. Aber dann kommt wieder meine alte Spring um sie rum und dreht ihn in den Rücken Skills raus. Und jetzt natürlich die Ultimate. Oh, der war ein Nitzer, Alter. Der war. Ist halt, glaube ich, relativ. Oh, Leute, das war ein Missklick. Hallo? Sag mal einmal Schwächling zu mir. Uwe? So. Ah, da könnte man gewinnen. Bin optimistisch. Jetzt habe ich sie nämlich wieder in meiner Trittmühle. Kavums und Kavemse. Die Pille muss echt gut sein, ey. Ach, noch etwas. Unsere Wonder Woman ist viel hübscher. Wer ist er denn eigentlich? Black Adam? Das reicht, Adam. Das war's. Oh, es ist Adam, ja. Du vermutest zu viel. Das hätte ich kommen sehen müssen. Und es trifft alle, außer Green Arrow. Ist doch jetzt ein Witz, oder? Musst du mich schlagen. Ah, dieser Mau gleich den Hüpftrick. Ich glaube, der ist sonst auch ein bisschen schwer.
Ey, man merkt, die Gegner werden gefühlt stärker. Aber ich sag mal, ich habe jetzt auch nicht so meine Chars. Was ich ja nicht verstehe. Also Batman hat ja in der Story seine die Gegenstücke geholt. Warum hat er nicht Superman geholt? Also aus Angst? Also, oh, guck mal im Hintergrund, die Daten von den Leuten. Ja, aus Angst, dass der den anderen Superman unterstützen könnte oder was? Weil ich glaube, dass der Superman das ja nicht verstehen würde. Kann gut sein, dass die später nochmal drüber reden, die beiden Superman. Aber, ich meine, dass der Superman aus dem, ich sag jetzt mal, richtigen Universum, im Sinne von, da wo jetzt unser Green Arrow und alle herkommen, da glaube ich tatsächlich, dass der auf jeden Fall das nicht unterstützen würde. Warum leistest du Widerstand? Du bist nicht so stark. Ich weiß halt nie, ob ich links oder rechts bin. Ich war wohl offensichtlich rechts. Ohne Scheiße. Ja gut, vielleicht aus Vorsicht, ja, aber dann hätte er auch die anderen nicht holen können. Bei diesen... Ja, okay, ich kann es doch verstehen, klar. Weil Superman könnte ja, so nach dem Motto, der andere Superman könnte dem ja ein, das mit Lois und so, und dann würde er das vielleicht verstehen und ihm helfen. Ja. Und mit Sparky sind es vier. Mist. Kann man sie reparieren? Das Kryptonit ist intakt, aber der optische Resonator kann nicht repariert werden. Selbst mit Luthor haben wir nicht genügend Mittel, um einen neuen zu bauen. Dann benötigen wir wohl Hilfe.